Ganz im Zeichen des neuen Espace präsentiert sich Renault auf der Autoshow Paris 2014. Weniger Van, dafür mehr Großraumlimousine, so erweist sich der brandneue Renault Espace. Nach 30 Jahren Bestand der Modellreihe handelt es sich wohl um die markanteste Veränderung und so tituliert es der Hersteller auch selbst. Renault erfindet den Espace neu. Von außen erscheint der Espace als dynamisches Fahrzeug mit fließenden Linien und einem sportlichen Touch. Der 4,85 Meter lange Espace ist als 5- bzw. 7-Sitzer erhältlich. Eine verlängerte Version ist nicht im Programm. Schließlich ist der neue so lang wie der bisherige Grand Espace, nur eben flacher und dabei rund 6 cm niedriger. Der Innenraum zeigt sich modern avantgardistisch mit einem im Hochformat eingebauten 8,7 Zoll Bildschirm mit dem Online-Multimedia-System R-Link 2. Weitere technische Innovationen fanden Einzug in den Espace. So gibt es etwa Renault Multisense, ein System, das als zentrales Bedienelement für die Allradlenkung 4Control, für das elektronisch gesteuerte Fahrwerk und auch für das Ambiente im Innenraum mit Licht und Ton zuständig ist. Die Steuerung des Doppelkupplungsgetriebes EDC erfolgt elektronisch Shift-by-Wire, wodurch eine kompakte Mittelkonsole im schwebenden Design möglich wurde. Neu sind auch die versenkbaren Sitze, die entweder manuell oder über den Touchscreen bzw. im Kofferraum über entsprechende Betätigungsknöpfe bedient werden. Renault verspricht eine neue Wendigkeit für den Espace, auch dank Gewichtseinsparung von bis zu 250 kg gegenüber dem Vorgänger. Auch motorenseitig bietet der Espace einige Neuheiten. Und in der neuen Luxusreihe von Renault, genannt Initial Paris, wird der Espace ebenfalls mit einem Modell vertreten sein.